Ich verstehe. Der macht es auf Naturheilkunde. Das geht natürlich auch nicht. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wie versprochen, geht es heute um den, oder küren wir heute den Helden des Monats Mai. Geht es darum, wieder um jemanden der Grünen Partei. Das habe ich irgendwie, das ist halt Zufall. Ich habe ja nichts gegen die Grünen eigentlich. Naja. So, auf jeden Fall, mein Held ist der Herr Bötticher. Das ist der Präsident der deutschen Lebensmittelindustrie und der warnt. Mehr kann er, glaube ich, auch nicht machen als warnen. Eigentlich sollte das als Chef der deutschen Lebensmittelindustrie, also da sollte man schon Gehör bekommen, wenn man warnt. Und zwar laut Institut IFO stiegen die Preise für Essen und Tabakwaren um 56,8%, also bis Mai quasi. Und dann in den nächsten 3 Monaten, ab Mai, jetzt haben wir Juni, erwarten Firmen nochmal plus 78,7%. Jetzt haben wir ja Mai, das ist ja Tatsache so, dass man ein bisschen mehr bezahlt an der Aldi-Kasse. Ja? Ja, Also da wird alles teurer. Hat der Herr Bötticher so prophezeit und ist gekommen. Und wirft halt dem Herrn Özdemir vor, einfach nicht zu handeln. Für ihn sind solche Sachen wichtiger wie solche Öko-Organisationen wie Foodwatch, sich mit dem mal zu treffen. Oder lustige Influencer-Videos machen mit Hühnern, über Hühnerwesten, die eigentlich alle springen. Und ach, ja, die bringen nichts außer Müll, ja. ja, und ja, wird mittlerweile davor gewarnt, dass nicht nur das Essen teurer wird, sondern auch irgendwann einfach ein bisschen weniger da ist. Also, naja, und der hört's mir, dem ist das Wurst. Er hält daran fest, dass die Ackerflächen der Bauern 10% dieser einfach ökologische Brachland sein sollen, der Natur zuliebe. Muss er, denk mal drüber nach. So, also, Herr Bötticher, guter Mann, das ist genauso eingetroffen, wie Sie gesagt haben. Und ich hoffe nicht, dass das eintrifft, was Sie noch gesagt haben, dass das irgendwann tatsächlich weniger zu essen gibt und nicht nur teurer zu essen. Na, wenn der Özdemir so weitermacht, dann ja. Wenn hier 10% Brachland, die sagt das. Genau, ich lese mal vor. Besonders Ärgernis für viele Özdemir will an der Stilllegung von Ackerflächen festhalten, um mehr Blühwiesen zu schaffen. Man könne angesichts des Teuerschocks und zusätzlich 50 Millionen Hungernden weltweit, in Klammern UN, keinem Menschen erklären, dass deutsche Landwirte 20% Anbauflächen künftig lediglich biologisch bewirtschaften und 10% sogar als ökologischen Brachland stilllegen sollen, schimpft der Herr von Bötticher. Alles klar, dann hast du natürlich weniger Flächen zum Anbauen, ne? Also hast du im Endeffekt auch weniger Ertrag. Also Ja, klar. weniger zu essen. Genau. Und dann damit machst du halt alles teurer. Ist ja klar. Weniger da. Ja klar, Angebot und Nachfrage. Genau. Sehr interessantes Thema. Also, ja. Natürlich, du hast recht. Schön, dass er gesagt hat. Ich glaube, wenn er mehr gesagt hätte, dann wäre er wahrscheinlich kein Präsident mehr. Er hat ja recht gehabt. Ja. Und ja. Man könnte ruhig mal auf ihn hören. Ne? Gut. Schreibt mal in die Kommis, was war denn euer Held im Mai? Ja. Ja, jeder hat ja so mal seine eigenen Quellen oder seine Meinung, Ansichten etc. Der Artikel dazu ist natürlich hier in der Beschreibung unter diesem Video, ne? Ist ja klar. Genau, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, eure eigene Meinung bilden. Haben wir uns nicht selber so ausgedacht. Der kommt im nächsten Video. Am nächsten kommt dann der Endgegner. Immer im Wechsel. Endgegner, Held, Endgegner, Held, oder? Oder wie kosten wir? Also, das überlegen wir uns noch.
Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr denn für Ideen, was wir so testen können? Hier Lebensmittel, irgendwelche Insektenzeug oder was weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr auch schon mal was gegessen, was so entweder so lecker war oder einfach nur zu kotzen. Schreibt's mal in die Kommis. Würde mich interessieren. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich, haut rein. Genau. Bis demnächst.